Die Stadien der Fußball-Bundesliga öffnen bald wieder. Die Wiener Austria steht fix im Playoff und die Adria-Tour wird abgebrochen. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone AT Sportstudio. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat die Öffnung der heimischen Fußballstadien für Zuschauer mit 1. August angekündigt. Dann können bis zu 1250 Menschen pro Spiel ins Stadion. Ab 1. September soll es dann die Möglichkeit auf bis zu 10.000 Zuschauern geben. Es werde diesbezüglich eine allgemeine Obergrenze für Veranstaltungen und einen Unterschied zwischen Freiluft- und Hallenevents geben. Zudem sei die Infrastruktur der Stadien entscheidend für die zugelassene Höchstzahl. Die genauen Regeln wolle die Regierung noch im Juni bekannt geben. Die Austria hat das erste Teilstück auf dem Weg zur Rettung einer Saison mit vielen Tiefs geschafft. Das 2:0 bei der Admira am Dienstagabend bedeutet die fixe Teilnahme am Europa League Playoff. Gestört wird Austrias Glückseligkeit von den Verletzungen der Offensivkräfte Benedikt Pichler und Dominik Fitz. Pichler verletzt sich am Knie, 1:0 Torschütze Fitz erleidet offenbar eine Knöchelblessur. Eine Untersuchung am Mittwoch soll Klarheit bringen. Auf Rang 2 in der Quali-Gruppe liegt Altach. Die Vorarlberger müssen sich gegen den SV Mattersburg mit einem 1:1 begnügen. Dahinter spitzt sich der Abstiegskampf in der Bundesliga richtig zu. St. Pölten kommt gegen das bisherige Schlusslicht WSG Tirol nach 1:0 Pausenführung nicht über ein 1:1 hinaus. Damit rutscht die Admira aber wieder ans Tabellenende. Die Südstädter liegen vor den verbleibenden 3 Runden jedoch nur 4 Punkte hinter dem 3. Mattersburg. Der Druck im Abstiegskampf steigt. Am heutigen Mittwoch geht es mit der Meistergruppe weiter. Um 18.30 Uhr trifft der Wolfsberger AC auf Sturm Graz und Hartberg auf den LASK. Im Abendspiel um 20.30 Uhr kracht dann Rapid im Schlager auf Salzburg. Vor dem Spiel sorgt die Reduzierung des Punkteabzugs des LASK für Aufsehen. Diese löst vor allem bei Rapid-Trainer Dietmar Kübauer großes Unverständnis aus. Frage an beide, inwieweit jetzt der Druck wieder steigt, nachdem der LASK dann sozusagen 5 Punkte gut gemacht hat in wenigen Tagen, waren es einmal so. Nein, das weiß man ja noch nicht. Also sie gingen ja noch weiter, also vielleicht sind sie dann überhaupt kein Meister. Also das wissen wir nicht. Also ich denke mal, ich gehe von dem aus, dass sie dann alles zurückkriegen. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da schon anderer Meinung. Ich denke ganz ehrlich, wenn man was macht, was nicht erlaubt ist und dann irgendwann der nächsten Saison spricht, kenne ich mich nicht aus. Weil wenn ich bei der Tour de France als Radfahrer mitfahre und getoppt bin, dann werde ich nicht nächstes Jahr gesperrt, sondern verliere das sofort. Und da muss ich schon sagen. Also ich denke mal, wie da wieder entschieden worden ist, ist für mich eigentlich unglaublich. Und da rede ich jetzt nicht von den Spielern. Die sind eigentlich die Ärmsten daran gewesen, weil die eigentlich wirklich super Arbeit geleistet haben im Herbst und die eigentlich bestraft sind für Dinge, die führenden Leute gemacht haben. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass es für mich nicht nachvollziehbar ist, aber wir müssen es eh hinnehmen. Nach den positiven Corona-Tests einiger Tennisprofis wird die umstrittene Adria-Tour des ebenfalls positiv getesteten Novak Djokovic nicht fortgesetzt. Die noch geplanten Veranstaltungen in Banja Luka und Sarajevo können angesichts der Entwicklungen nicht mehr stattfinden. Zuvor hatte Djokovic seinen positiven Test öffentlich gemacht und erklärt, er würde sich nun 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Der Weltranglisten-Erste war in den vergangenen Tagen heftig dafür kritisiert worden, dass keine Hygieneregeln eingehalten worden waren. Als wahre Horrorshow fasste der brasilianische Profi Bruno Soares das Geschehen zusammen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.